Hi, ich bin der Philipp. Ich bin Unternehmer von Beruf. Ich habe die Firma Einhorn gegründet. Wir machen faire, nachhaltige Kondome und Menstruationsprodukte. Aber eigentlich forschen wir an einer Lösung, wie wir die Welt besser machen können für uns alle. Ich glaube nicht an den Begriff Work-Life-Balance. Zu dem, was wir uns darunter vorstellen, was das sein soll, hat das tiefere Verständnis davon geführt, dass ich gemerkt habe, dass es gar nicht Work-Life getrennt voneinander gibt, sondern dass es nur Life gibt und in dem Life ist Work ein Teil. Also ich kann ja nicht aufhören zu leben, während ich arbeite, obwohl das ja in unserer Gesellschaft oft so ist, dass die Leute so ein bisschen ihr Herz und ihr Gehirn an der Garderobe aufhängen und dann gehen sie irgendwo hin, verrichten da ihre Lohnarbeit und dann gehen sie wieder nach Hause und dann sind sie erst wieder ein vollständiger Mensch. Und das voneinander zu trennen, ist, glaube ich, die Ursache des Problems. Und die radikale Lösung, die ich gefunden habe, ist, dass ich auf meiner Arbeit auch leben darf. Einhorn. Das ist Philipp. Und das ist Waldemar. Und zusammen sind wir Geschäftsführer von Einhorn Condoms. Viele meiner Kolleginnen sind für mich schon wie ein Teil meiner erweiterten Familie. Also mein Mitgründer Waldemar ist auf jeden Fall wie ein Bruder, würde ich sagen. Und meine Frau ist auch auf der Arbeit. Und auch die Einhörner selber, wir sind recht eng irgendwie miteinander. Aber nicht, um irgendwie effizienter miteinander zu sein, sondern weil wir wirklich versuchen, dort einen Lebensraum herzustellen, in dem wir eben kreativ arbeiten können. Hi, wir wollen das beste Kondom der Welt herstellen. Jetzt mal ehrlich, wer glaubt denn nach dem ganzen Werbequatsch? In Wirklichkeit sieht es doch so aus. Die ganzen Wellness-Begriffe, die sich um die Arbeitswelt so ranken, die versuchen, ein System, was in der Wurzel total falsch aufgebaut ist, zu verbessern. Und Unternehmen, die dann so ein bisschen einen auf Startup-Kultur machen und eine Tischtennisplatte da stehen haben und dann gibt es irgendwie kostenloses Obst oder so, das führt ja dann, glaube ich, so dazu, dass die Leute noch mehr sogar arbeiten und dann tun sie so, als ob das jetzt irgendwie die Erfüllung aller Träume wäre. Dabei geht es eigentlich dann am Ende doch um Shareholder-Value-Maximierung oder sowas. Also ich glaube wirklich, wenn man beim Kapitalismus und beim Patriarchat anfängt und hierarchisierten Gesellschaften und sowas, dann können wir auch so diese Wellness-Begriffe dekodieren, aber daher kommt ja Work-Life-Balance. Ne? Das bedeutet ja, eigentlich ist das ja so eine Art Konsumanstiftung oder so eine Effizienzanstiftung. Ne? Man arbeitet super hart in dieser Work-Zeit, 8 Stunden, und dann kommt man aber in die Life-Balance und dann macht man so Wellness. In meinem Weltbild kam Stress haben eigentlich nicht vor als was Negatives. Also wenn mir jemand gesagt hat, hast du viel Stress, hätte ich immer gesagt, nö, ich will ja, ich mache alles, was ich machen will, ich will beruflich erfolgreich sein, also arbeite ich natürlich viel irgendwie. Für euch ist das vielleicht Stress, aber für mich ist das ja kein Stress, für mich ist das alles Fun. Ich hatte immer Herzrasen und dachte, ich sterbe. Also Panik, unter Panikattacken ist das, glaube ich, so bekannt. Ich habe das nie so genannt, weil ich der Sache keinen Namen geben wollte. Und ich bin aber immer zum Kardiologen gegangen. Also ich war auch ganz sicher, oder ich habe eigentlich gehofft, dass ich was am Herzen habe, um rauszukriegen, was es ist, damit ich irgendwie damit umgehen kann. Ich habe gedacht, okay, dann bekomme ich irgendeine Pille oder eine OP oder ich weiß es nicht. Und dann ist es weg. Ich habe ja erst gemerkt, dass das psychisch war, als es vorbei war, als es aufgehört hat. Aber davor war ich einmal im Monat, alle 2 Monate beim Kardiologen und habe checken lassen, ob ich bald einen Herzinfarkt kriege, weil ich immer abends im Bett lag und gedacht habe, jetzt bin ich gleich tot. Das war immer so ein bisschen so, oh, alles wurde ganz eng und Angst und jetzt wird es ganz schlimm und so. Und dann so richtig so zusammengekrampft. Es war schon irgendwie ein sehr, sehr körperliches Gefühl. Das entstand irgendwie eben in Stresssituationen oder Drucksituationen oder irgendeiner Überbelastung oder verkatert
auch super Kombination. Und ich war aber total sicher, dass ich nichts an der Murmel habe, sondern das muss was Körperliches sein. Ja? Philipp Siefer ist nämlich nicht psychisch krank. Das ist ja ein Glaubenssatz irgendwie, den ich, glaube ich, auch vermittelt bekommen habe. Für Philipp Siefer gibt es keine psychischen Krankheiten. Er hat keine, er braucht keine. Und wenn er welche hätte, dann würde er sie selber regeln. Toxische Männlichkeit nennt sich das, glaube ich, zusammengefasst. Weil die meinte dann irgendwann so, red doch mal darüber, was du hast. Vielleicht hat das noch jemand. Und ich war so, Gott, ich kann nicht. Das kann ich nicht machen. Und dann hat Waldi mich immer gefragt, wieso ich nicht darüber reden will und so. Und dann musste ich mich ja so ein bisschen damit auseinandersetzen, weil er auch nicht locker gelassen hat. Und es war schon, dass ich gedacht habe, wenn ich darüber spreche, wie ich mich fühle, dann denken die Leute, dass ich ein Schlappi bin, irgendwie eine Flasche. Was natürlich auch aus einem Selbstbild von mir kam, wie ich andere Leute beurteilt habe, die unter psychischen Krankheiten leiden oder gelitten haben. Und dann war ich in diesem Matze-Podcast und wir haben uns unterhalten und zwar cool. Und dann hat er gefragt, wie das denn irgendwie ist, ob das nicht auch stressig sei, irgendwie so viele Sachen zu machen und so. Und dann meinte ich so, doch, schon. Und dann hat er so nach Auswirkungen gefragt und dann habe ich das einfach so erzählt. Und dann kamen total viele E-Mails und Nachrichten und irgendwelche Sachen. Und dann habe ich, glaube ich, ziemlich zeitgleich, als das rauskam, habe ich dann gedacht, okay, jetzt habe ich es eh gesagt, so jetzt, dann kann ich es jetzt auch auf Facebook teilen. Dann habe ich halt so einen Facebook-Post gemacht und habe geschrieben, ich habe Panikattacken, schon bla bla, aber ich traue mich nicht darüber zu reden, aus den und den Gründen. Und dann war es weg. Also es war so, manchmal kam noch sowas, aber dann war es eher so, als ob so die Angst neben mir sitzen würde. Und dann haben wir so miteinander gequatscht und war so, hi, na, bist du auch da? Alle wissen, dass es dich gibt und ich weiß auch, dass es dich gibt und wir kennen uns jetzt. Und dann hatte ich keine Angst mehr. Diese Akzeptanz ist, glaube ich, auch ein total wichtiger Schritt. Also okay damit zu sein, dass man nicht okay ist. Was ich habe, hat keine einzige Person, obwohl das Internet ja echt gemein sein kann, hat irgendwas Abwertendes darüber geschrieben. Sondern es gab nur Verbindungen. Also das, was ich als totale Schwäche und Makel und Fehlbarkeit und unmöglich, ich habe mich auch als total ineffizient gefühlt. Ne? Ich habe gedacht, so scheiße, ich kann das jetzt alles wieder nicht schaffen, weil ich im Bett liege und denke, ich sterbe. Aber ich müsste doch eigentlich Excel-Tabellen slashen. Ja, ich habe mich total unvollständig gefühlt und niemand hat das aber so empfunden, sondern alle Leute, die geschrieben haben, das als total, was ja auch irgendwie witzig ist, als mutig, sondern irgendwie krass, weil mir total viele Leute geschrieben haben, dass sie das auch haben. Und dann war ich auch nicht mehr allein. Also es war auch plötzlich normalisiert. Beim Kardiologen, der hat ja nicht gesagt, übrigens, Männer in ihrem Alter, die gerne abends auch ein Bier zu viel trinken und rauchen und dann auch noch gestresst sind und keinen Sport machen. Es kann schon mal vorkommen, ja, dass irgendwie sie irgendwas in der Schulter zippt und dann haben sie einen Film gesehen, wo jemand einen Herzinfarkt gekriegt hat und dann basteln sie sich das einmal so zusammen. Und dann geht der Parasympathikus an, nee, der Sympathikus-Nerv und dann sind sie voll auf vegetativen Nervensystem und dann wird alles scheiße. Gibt es übrigens ein super Buch von Gerald Hüther zu, Die Biologie der Angst. Unternehmer sein bedeutet ja, Probleme zu lösen eigentlich. Ne? Gibt es irgendwie Problem, Lösung, Vermarktung, Geld. Ja, das ist so fertig. Das ist eine Firma. Und
dieses, aber das ist so ein urkapitalistisches Instrument, ist ja, dass wir immer so ein Ziel haben und dann rennen wir auf dieses Ziel zu, scheißegal, wie es uns zwischendurch geht. Dieser ganze Weg ist Krise und dann ist die Lösung, ist das Ziel, dann kommen wir da an, wir sind leer und wir bauen einfach das nächste Ziel. Und dann gehen wir wieder dahin und dann haben wir irgendwann einen Burnout und sind kaputt. Und der jetzige Umgang mit der Krise ist, dass die Krise, wenn das der Weg ist, in der Krise voll zu bleiben. Also den ganzen Weg und die ganze Krise schon so zu gestalten oder sich selber so zu gestalten in der Krise, dass man damit umgehen kann, also sich besser anzupassen an das Ding und dann am Ziel nicht leer zu sein, sondern voll anzukommen. Der Weg ist das Ziel von Herr von Laozi aus dem Tao Te Ching. Das ist super alt, aber für mich ist das ganz neu. Nämlich ich kenne den Spruch, der Weg ist das Ziel, von meinem Papa aus dem Auto, wenn wir irgendwo hingefahren sind und gesagt haben, wann sind wir da? Dann hat er gesagt, der Weg ist das Ziel. Also ich fand den Laozi immer scheiße. Und jetzt lerne ich es gerade neu kennen, dass Präsenz bedeutet, in dem Moment, in dem du unterwegs bist, zu bestimmen, wie du dich fühlst und eben darin zu sein. Es geht darum, wie es mir geht, es geht darum, wie die, mit denen ich zusammengehe, wie es denen geht und dann kommen wir voll beim Ziel an und dass wir aufeinander eben Acht geben, das zu tun. Und dann wird das Ziel ganz, ganz anders erreicht und das Ziel sieht auch ganz anders aus. Es ist eben dann kein unnachhaltiges durch die Gegend tasten mehr, sondern wir stellen uns, dann braucht man eben auch keine Work-Life-Balance, sondern dann ist das Ziel das Leben. Und so versuchen wir zusammenzuarbeiten und das weiter zu begleiten, in diesem Prozess zu sein und irgendwie eher zu erspüren, was jetzt, wohin wir jetzt gemeinsam wollen, das ist total aufregend. Und dieses wir müssen was machen Ding ist so irgendwie von mir abgefallen, jetzt mit Corona und Kind und Präsenz üben. Und jetzt kann ich es richtig genießen, auf dieser Reise zu sein. Also ich weiß es nicht, aber ich bin bereit.